Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ja, und zieht euch das Wort Tokio auch so magisch an? Mir jedenfalls geht es so. Und ich sage euch eins, hier steckt Tokio drin. Zumindest das Tokio, was Touristen auch erleben wollen. Sogar samt Monstercafé, Katzencafé und Tempel und irgendwie ist alles so ein bisschen drin. Es ist jedenfalls richtig viel Tokio drin und es ist tatsächlich, wenn ihr dieses Buch aufschlagt, eine kleine Reise nach Tokio. Aber bevor ich jetzt noch mehr reden kann, ihr wisst es, der Rechtsgeber möchte es so, dass es eine Dauerwerbesendung ist, weil ich könnte eure Kaufentscheidung beeinflussen. Alle Infos findet ihr unten in der Infobox. Ich habe das Buch bei Spotify entdeckt und wusste gar nicht, es sieht winterlich aus, aber ich wusste nicht, dass es ein Weihnachtsroman ist. Es ist also es spielt rund um Weihnachten, aber es ist halt, ja, in Japan ist Weihnachten kein religiöses, sondern ein kulturelles Fest, genauso wie ich persönlich es halt auch sehe. Für mich ist es auch eher ein kulturelles Fest geworden. Aber es ist halt, ja, es steckt also Weihnachten drin, aber eher im kulturellen Sinn als wirklich, ja. Sie haben zwar ihre Familien in Amerika, die richtig Weihnachten traditionell feiern, aber zwei Leute, die jetzt in Tokio festsitzen zu Weihnachten und da arbeiten müssen und ja. Das Hörbuch bei Spotify hat, ich weiß nicht wie viele Stunden, aber es waren glaube ich unter 10 Stunden. Es wird gesprochen von zwei Sprechern und ich muss sagen, dass ich beide Stimmen sehr sympathisch fand. Ich fand auch, dass sie einen guten Klang hatten, dass sie eine gute Geschwindigkeit hatten. Also insgesamt bin ich komplett mit dem Hörbuch zufrieden gewesen. So, worum geht es eigentlich? Es geht um Hayley. Hayley ist Sängerin. Ja, sie hat jetzt die große Chance, auf einer riesigen Bühne zu stehen in Japan, in Tokio, mit einem super erfolgreichen Sänger. Und sie weiß gar nicht, woher ihr Glück plötzlich kommt, dass sie mit ihm auftreten kann. Aber auf der anderen Seite ist es gar nicht so ein großes Glück, weil die Presse ziemlich negativ über ihn berichtet. Er hat Wutanfälle, er ist, die Presse mag ihn im Moment eher weniger. Seine Fans hat er wohl auch nicht so gut behandelt. Er hat Auftritte ausfallen lassen. Irgendwie so super sympathisch ist er eh nicht. Er läuft ihr natürlich auch gleich über den Weg und sie sagt noch, dass sie ihn nicht so toll findet. Naja, jedenfalls wird sie mit ihm jetzt auf der Bühne stehen müssen und es geht halt darum, dass sie sich annähern. Und vor allen Dingen geht es darum, warum er so geworden ist, wie er im Moment ist, dass er unter Panikattacken leidet, dass er nicht mehr damit klarkommt, von Fans belagert zu werden, dass er einen Ausraster hatte gegenüber einem Paparazzi, dass er Panik bekommt, wenn er nicht mehr die Kontrolle halt wirklich auch über die Geschichten hat, die erzählt werden, dass er, dass seine Managerin einfach so über seine freie Zeit verfügt und überhaupt seine Zeit verfügt. Und er ist halt kein freier Mensch mehr. Und seine Freundin hat ihn halt auch, ja, war nur wegen des Berühmtseins mit ihm zusammen. Und deswegen ist er jetzt nicht so super begeistert. Und er ist halt auch sehr abweisend. Und er hat Mauern um sich errichtet, einfach um nicht mehr weiter verletzt zu werden. Ja, und Hayley ist jetzt diejenige, die vieles von dem, ja, was sie macht, er projiziert so ein bisschen das Verhalten seiner Ex-Freundin auf Hayley drauf und es wird schwierig zwischen den beiden und auch gut und dann wieder schwierig. Ja, das Buch handelt viel von Musik. Es geht darum, es geht aber noch viel mehr um eine Musikkarriere. Es hat keinen lockeren, leichten Ton meiner Meinung nach. Es ist, auf der einen Seite erfahrt ihr ganz viel von Tokio. Also ihr seid an ganz vielen verschiedenen Stellen von Tokio einfach dabei. Und auf der anderen Seite habt ihr halt dieses, ich will berühmt werden, ich muss an mich glauben. Muss ich wirklich so sehr an mich glauben? Was will ich eigentlich? Möchte ich die große Bühne oder möchte ich lieber wieder was Kleineres haben? Wie ist es mit, wenn die Leute einen verfolgen? Wie ist es, wenn man Angst hat, erkannt zu werden, weil man nicht lange an einem Ort bleiben kann, weil dann auf einmal Scharen von Leuten auftauchen. Wie ist das, wenn man
sich schwer tut, Leuten zu vertrauen. Ihr merkt schon, es sind nicht unbedingt die leichten Themen. Es ist jetzt aber auch kein tiefgründiges Buch. Es ist aber eine Liebesgeschichte, die eher, Gott, ist es das richtige Wort, wenn ich jetzt sage, melancholischen Unterton hat. Sagen wir, es ist kein Yippie-yay, fröhlich, ich gebe euch gute Gefühle Buch. Es ist eher nachdenklich, vielleicht auch ein bisschen leidend. Also es kommen nicht wirklich gute Gefühle auf, so ein bisschen sehr viel Selbstmitleid in dem Ganzen mit drin. Ja, ich frage mich gerade, ob ihr hört beiden Charakteren halt sehr viel beim Jammern zu. Also es ist nicht so, dass ihr eine gute Zeit mit ihnen habt. Sie erzählen euch mehr, was gerade schief in ihrem Leben läuft. Insgesamt habe ich es aber gerne gehört. Also es war wirklich ein netter Ausflug, vor allen Dingen nach Tokio. Ich mochte, dass viel Tokio wirklich drin war. Aber ja, es war halt immer dieser leidende Unterton. Ich würde es euch trotzdem empfehlen. Wenn ihr Tokio mögt, wenn ihr vielleicht sogar in der Musikbranche etwas machen wollt, ist das sicherlich für euch interessant. Einfach auch zu sehen, wie die Leute damit Probleme haben, Selbstbewusstseinsprobleme, die eigenen Lieder spielen und so weiter. Diese ganzen, vor allen Dingen, ich will Erfolg haben. Was muss ich jetzt dafür tun, wie eingenommen muss ich auch von mir selber sein, um das zu schaffen. Diese ganzen Sachen werden halt damit eingearbeitet. Es ist von mir eine Empfehlung, aber ich versuche es euch halt so bestmöglich vorzustellen, damit ihr selber sagen könnt, okay, wenn sie jetzt so ein bisschen sehr selbstmitleidig ist, ist das was für mich oder ist das nichts für mich? Wenn ihr jedenfalls auf Japan abfahrt, solltet ihr auf jeden Fall einen Blick reinwerfen, weil viel von der Kultur gerade rund um Weihnachten halt erklärt wird. Ich habe jetzt nicht alles nachgeprüft, ich habe gar nichts nachgeprüft, ehrlich gesagt. Aber ich denke, dass die Autorin sehr gut recherchiert hat. So, und das war es dann jetzt auch schon von mir für euch. Ich wünsche euch eine richtig schöne Lesezeit. Bis dann! Wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch oder einen positiven Kommentar, vielleicht auch beides. Und ihr könnt uns ja auch besuchen auf dem Glimmerfee Hauptkanal. Da findet ihr Büchervlogs, da findet ihr Lesemonate, da findet ihr wir als Leser, wo wir berichten, was unsere Lesemacken sind und so weiter. Also noch ganz viel Büchercontent auch auf unserem Erstkanal. Hier findet ihr ja bisher nur die Einzelbesprechung. Also ich wünsche euch richtig schöne Lesestunden. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.